Health-Apps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auf jedem Telefon ist bereits im Vorhinein vom Hersteller die eigene Health-App installiert. Ob es jetzt Apple, Google oder wer sonst noch ist. Doch was genau passiert eigentlich, wenn man eine solche App oder die einer Krankenkasse benutzt, mit den personenbezogenen Daten im Hintergrund, also wo wir es nicht mitbekommen? Das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Viel Spaß dabei! Gesundheit ist das A und O. Da gibt es natürlich nichts Besseres, als dass wir die auch noch tracken, optimieren und am besten mit anderen vergleichen können und die Ergebnisse auf Facebook teilen. Hallo und herzlich willkommen zu Frag einen Datenschutzbeauftragten. Mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht und ich freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst und bei diesem Video auch wieder dabei bist. Schauen wir uns doch mal ganz genau an, was so Health-Apps eigentlich machen, wofür die eigentlich da sind und was so im Hintergrund alles passiert. Dabei sollten wir einmal differenzieren. Es gibt Health-Apps von seriösen Anbietern. Dazu zähle ich jetzt nicht, weil ich die als seriös empfinde, sondern weil es staatliche Institutionen sind, Krankenkassen, zumindest die gesetzlichen. Es gibt natürlich auch hier den Privatsektor, private Krankenkassen. Die stellen alle ihre eigenen Apps zur Verfügung. Meistens sind diese Apps dafür ausgestattet, dass man irgendwelche Belege scannen kann, um irgendwelche bürokratischen Prozesse mit der Versicherung zu vereinfachen. Aber sie bieten meistens auch alle die Möglichkeit, dass man in irgendeiner Form seine Fitness und seine Gesundheit tracken kann. Und somit überträgt man dann ja Gesundheitsdaten, also personenbezogene Daten über die eigene Gesundheit, an ein Unternehmen. Egal in welchem Fall, ob gesetzliche oder private Krankenversicherungen, es sind immer Privatunternehmen. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt also, sie haben alle das Interesse, Gewinne zu erwirtschaften. Und das bedeutet wiederum, diese Daten, die wir an sie übertragen, können genutzt werden, um die Wertschöpfung zu steigern. Und das wird natürlich auch gemacht. Denn deswegen unterschreibt man beim Datenschutzhinweis aller dieser Apps immer im Kleingedruckten auch gleich mit die Einwilligung, dass die Daten an Dritte übergeben werden. Und wenn man da genauer liest, dann findet man bei fast allen dort auch Geldinstitute. Geldinstitute? Warum müssen meine Gesundheitsdaten an Geldinstitute übertragen werden? Also das sind so ziemlich die letzten, bei denen es sinnvoll ist, dass die meine Gesundheitsdaten haben. Die sollten meine finanziellen Daten haben, aber nicht meine Gesundheitsdaten. Also an der Stelle vielleicht für den einen oder anderen lohnt sich da der Blick nochmal genau zu gucken, welche Rechte hat diese App und welche Rechte benötigt diese App überhaupt, um zu funktionieren. Demgegenüber stehen dann Apps von reinen Privatanbietern, die erstmal mit Gesundheitsförderung oder mit deiner Gesundheit gar nichts zu tun haben. Das wären dann so Sachen wie Apple Health oder Google Health, die einfach direkt auf dem Telefon, wenn du ein neues Smartphone kaufst vom jeweiligen Anbieter, vorinstalliert sind. Die kriegst du auch gar nicht vom Handy runter. Es sei denn, du routest dein Handy und spielst ein anderes Betriebssystem drauf. Verlierst dann aber natürlich auch die Garantie auf dein Gerät. Also zweischneidiges Schwert. Können wir mal in einem anderen Video besprechen. Wichtig ist jetzt im ersten Moment, du hast diese Health App auf deinem Handy. Wenn du die aktivierst, unterschreibst du auch hier einen Nutzungsvertrag mit Apple. Und wichtig ist, auch hier werden die Daten natürlich an Dritte weitergegeben. Die Daten werden zu gar keinem anderen Zweck erhoben, als sie an Dritte weiterzugeben. Warum? Weil das für Versicherungen bares Geld ist. Denn mit diesen Daten, wo zum Beispiel festgehalten wird, wie viel du joggst, in welchen regelmäßigen Abständen du das machst, wie lange, wie ausdauernd du bist und so weiter und so fort, darüber kann man wunderbar in kürzester Zeit einen wunderbaren Graph erzeugen, in dem drin ablesbar ist, wie sich deine Gesundheit entwickelt. Und so kann man dir maßgeschneiderte Gesundheitsprodukte in deinen Versicherungsvertrag einbauen oder, und das ist eine Sache, die wir in Deutschland so zumindest aktuell noch nicht flächendeckend kennen und nur in Einzelfällen beobachten können, aber in Amerika schon weitaus verbreiteter ist, dass die Versicherung hingeht und sagt, du hast aber ein bisschen wenig gejoggt diesen Monat. Das solltest du ändern, sonst steigt dein Versicherungsbeitrag bei uns. Und schwuppdiwupp ist die Kiste umgedreht und nicht mehr du bist Herr über deine Gesundheit und jemand anders versichert diese, sondern jemand anders schreibt dir vor, wie gesundes Leben zu funktionieren hat. Also an der Stelle kann der Schuh sich sehr schnell wechseln und die Perspektive sich sehr schnell drehen, wer denn von welcher Stelle jetzt Einfluss auf wessen Leben nimmt. Also überleg dir das ganz genau, wie du mit diesen Health-Apps umgehst, welche Funktionalitäten du ihnen erlaubst und zu welchem Zweck du sie wirklich einsetzen möchtest und willst.
Selbst bei denen deiner eigenen Krankenkasse ist hier die Vorsicht geboten, dass auch dort Informationen über deine Gesundheit an Unternehmen übertragen werden, von denen du überhaupt nicht möchtest, dass sie diese Daten bekommen. Also, hier nochmal der Hinweis. Datenschutz ist möglich damit. Ja klar, lies das Kleingedruckte, vergewissere dich ganz genau, wozu du einwilligst. Und wenn da nur eine Sache bei ist, die dir nicht gefällt, dann würde ich sagen, verzichte auf den minimal steigenden Komfort, den du durch diese App gewinnst und stell dich stattdessen auf die Seite der Leute, die in Zukunft nicht fremdgelenkt von Privatkonzernen ihre Gesundheit optimieren müssen. Diese Wahl hast du jetzt noch. Wer weiß, wer die in Zukunft noch haben wird. Aber um das ganze Thema nicht so grau zu reden, sollten wir natürlich auch einmal über die Vorzüge solcher Health-Apps sprechen. Denn du kannst da drin ja auch ganz, ganz tolle Sachen machen. Nämlich, dass du eben wirklich deine Gesundheit trackst, deine Fitness damit optimieren kannst und dafür sorgen kannst, dass du gesünder lebst. Die Frage ist natürlich, gibt es hier nicht unter Umständen einen lohnenswerten Blick auf Anbieter, die das kostenfrei anbieten, die sagen, das sind Community- oder Open-Source-Tools, die nicht an irgendwelche Privatunternehmen und damit private Interessen Einzelner gebunden sind und wo die Daten im Hintergrund nicht an Drittparteien übergeben werden. Solche gibt es nämlich auch und die Suche danach gestaltet sich mehr als nur einfach, indem man den App Store öffnet und einfach mal Gesundheits-Apps eingibt. In diesem Sinne hoffe ich, dieses Video hat ein bisschen Licht in die Tatsache gebracht, was sind so Health-Apps, was kann man damit machen und wer kriegt da unter Umständen die Nase an deine Gesundheitsdaten, der sie gar nicht so haben sollte. Vor allen Dingen, was kann er damit im Anschluss unter Umständen machen? Ich möchte dazu nochmal sagen, das Szenario, was wir hier gerade gemalt und geteilt haben mit dir, ist natürlich ein relativ extremes, aber schau mal nach Amerika, dort wirst du Beweise dafür finden, dass es sowas bereits in der Praxis gibt. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Denk dran, den Button unter dem Video zum Abonnieren zu drücken, die Glocke anzumachen, damit du keine weiteren spannenden Videos zu Frag einen Datenschutzbeauftragten verpasst. Außerdem lass mir eine Gefällt-mir-Angabe da, falls dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, machst du einen Dislike dran und schreibst in den Kommentar darunter bitte ganz genau, was hat dir nicht gefallen, damit wir das beim nächsten Video besser machen können. Außerdem interessieren wir uns natürlich immer für deine spannenden Fragen an einen Datenschutzbeauftragten und möchten, dass du dieses Video gerne mit all deinen Freunden, Bekannten, lieben Kollegen, Kindern und wem alles sonst noch auf der Welt in deinen sozialen Netzwerken teilst. Also kopier mal schnell den Link über die Share-Funktion, füg den bei Facebook ein und wir danken dir kräftig. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Stefan Plesnik und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.